So, hallo Leute. Jetzt hätte ich mal eine Sekunde oder Moment gesagt. Moment, geht klar los. Jetzt habe ich doch Moment gesagt. Aber ich habe es diesmal anders gemeint. Ich habe mir schon Kaffee eingeschenkt und schon Milchpulver reingemacht. Ich muss noch umrühren, dass es sich auflöst. Ich sag klar was dazu. Ich wollte noch kurz einen Schluck Kaffee trinken, bevor ich anfange, weiter zu erzählen. So. Also, man hat es ja jetzt schon an den letzten drei Videos gesehen. Ich habe jetzt wieder ein paar Produkte vorgestellt. Das waren aber größtenteils Produkte, wo ich bereits vor Monaten oder vor Wochen schon mal ein Video hochgeladen habe, basierend auf ursprünglich Amazon-Rezensionen, die ich mal vor Jahren geschrieben habe, als die Produkte in der Regel erschienen sind. Oder auch davor schon, also wo ich genau wie alle anderen darauf gewartet habe, also dass er hoffentlich mal erscheint. In halbwegs akzeptabler Qualität, also wie hier Blu-ray oder DVD. Also nicht mehr nur auf Video oder nicht mehr nur im Fernsehen, was man damals aufgenommen hat vom Fernsehen. Mit Werbung oder mit Sender-Logo drinne. Und jetzt sind die beiden Produkte, also ich gehe jetzt nacheinander drauf ein. Ich habe da erstmal die aus einem guten Grund nebeneinander gestellt. Sekunde, ich zeig's. Hier, ich wollte halt mal zeigen, also das ist Blu-ray. Das ist DVD. Und weil so wahrscheinlich Paramount ist ja der, wie sagt man, der Rechtehalter hier vom Star Trek Franchise. Weil so wahrscheinlich vom selben Rechte. Halter produziert worden sind oder von der Firma im Auftrag von diesem Rechtehalter sind halt beide gleich verpackt. Also hier die Blu-rays in solchen dicken, großen Dingern und hier die DVDs auch. Aber wie gesagt, jetzt gehe ich erstmal hier auf wie sagt man, ich mache es chronologisch, ich mache es so, wie es damals auch erschienen ist. Also hier die Serie. Also das ist, Moment, nicht, dass es mir aus der Hand raushält, weil es ist etwas groß hier. Ich muss hier rumgreifen. Das ist Next Generation. Also das nächste Jahrhundert auf Deutsch. Star Trek, das nächste Jahrhundert hier mit Captain Picard. Ich hol's gleich raus, Sekunde. Ist er ja abgebildet? Ja, hier ist er abgebildet. Ja. Also muss ich ja niemandem sagen. Captain Picard, Patrick Stewart. Ja, hier vorne abgebildet gewesen, ja, hier ist er auch abgebildet. Gut, ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Also zu denen habe ich noch nichts veröffentlicht und auch noch nie eine Amazon-Rezension geschrieben. Das mache ich jetzt mehr oder weniger aus dem Stegreif. Ich habe aber schon was erwähnt dazu in anderen Videos. Weil sich ja viele Leute fragen bei Star Trek Deep Space Nine oder bei Babylon 5 oder anderen Science-Fiction-Serien oder generell bei Serien, warum erscheinen die nicht bei uns auf Blu-ray oder warum erscheinen die überhaupt generell weltweit nicht auf Blu-ray? Die Gründe sind eigentlich ganz einfach. Also in dem Fall hier muss ich jetzt mal davon ausgehen, was öffentlich verlautbart wurde. A, in den 80er Jahren. Sind halt leider viele Serien und was das Fernsehen produziert worden ist, auf VHS produziert worden. Da ist es gar nicht so einfach mit der Digitalisierung, also mit der Hochskalierung, das Bildmaterial, das Tonmaterial aufzubereiten. Das war wie hier oder bei dem originalen Raumschiff Enterprise, also mit Captain Kirk, mit William Shatner, war es noch einfacher, weil das wurde noch auf Film produziert, also auf Filmmaterial. Auf Celluloid. Da kann man halt, wie gesagt, mal. Das leichter digitalisieren. Hier wurde es halt gemacht, aber man musste halt die Effekte, die hier waren, nochmal neu aufbereiten. Also das war auch ein riesen finanzieller Aufwand. Hier wurde es gemacht bei Next Generation, das nächste Jahrhundert. Star Trek, das nächste Jahrhundert.
Und auch bei dem originalen Enterprise wird es gemacht, also mit Captain Kirk hier. TOS. Star Trek, der Originalserie. Und offenbar hat sich das aber nicht gut verkauft hier. Also weder die Serie auf Blu-ray, die Blu-ray-Auflage hier oben, ist ja das Blu-ray-Symbol zu erkennen, noch das Original, also mit Captain Kirk. Und deswegen wurde halt beschlossen, ja gut, also von Paramount oder von Leuten, die mit Paramount zusammenarbeiten, man will ja guten Gewinn machen, also man hat ja schließlich Geld ausgegeben. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, auch wenn ich der Meinung bin, genau wie andere, die bereichern sich nur. Dass andere Serien, wie jetzt hier zum Beispiel Voyager, das ja auch zum Star Trek Franchise gehört, oder Deep Space Nine, dass die nicht auf Blu-ray erscheinen werden. Also da macht man sich nicht den Aufwand und tut die auf Blu-ray auch noch rausbringen. Weil halt hier angeblich die Umsätze so schlecht waren bei Next Generation und bei Star Trek, der Originalserie. Tja, das heißt für uns Science-Fiction-Fans, ich will mich jetzt mit Absicht nicht als Trekkie bezeichnen, weil ich sehe mich nicht als Trekkie, also reiner Star Trek-Fan. Ich würde Babylon 5 oder Space 2063, im englischen Original Space Above and Beyond, würde das immer hier Star Trek vorziehen, genau wie Star Wars, also Krieg der Sterne, bin ich auch nicht so ein Riesenfan davon. Und zwar aus folgenden Gründen. Hier wissen wir es ja. Ursprünglich war jede Folge in sich abgeschlossen. Oder jede Staffel in sich abgeschlossen. Erst später wurde begonnen. Man hat halt dann mehr oder weniger bei Babylon 5 oder so abgeguckt. Geklaut. Dass man epischere Geschichten gemacht hat. Also serienübergreifende, staffelübergreifende Geschichten. Wie jetzt bei Deep Space Nine, der Dominion-Konflikt. Sternflotte-Dominion-Konflikt. Oder halt hier mit den Borgs, dass hier exzessiv die Borgs dann eingeführt worden sind. Also hier ständig fast jede Folge irgendwo mit Borgs zu tun hatte, ist ja klar. Die hatten ja dann auch einen ehemaligen Borg als Besatzungsmitglied hier, Star Trek Voyager. Das war halt vorher nicht der Fall. Also da war in der Regel jede Geschichte in sich abgeschlossen. Also es war egal, ob man zwischendurch mal ein paar Folgen verpasst hat. Wenn man eine Folge geguckt hat und hat dann vielleicht die nächsten drei Folgen ausgelassen, hat er wieder eine geguckt. Man hat trotzdem noch verstanden, worum es ging. Später war es dann etwas komplizierter geworden, wo es dann epischer wurde. Aber das hat mir von Hause aus schon bei Babylon 5 oder auch bei anderen Serien besser gefallen. Also man hat halt den Leuten mehr zugemutet, man hat sie wie Erwachsene behandelt. Es wurde von Anfang an gleich als epische Geschichte geplant, als serienübergreifende, staffelübergreifende Geschichte. Das war halt hier nicht der Fall. Und diese beiden Serien, Space 2063 und Babylon 5, waren halt auch realistischer in der Beziehung. Dass die beide nicht allzu fernen Zukunft gespielt haben. Und hier, das wissen wir ja, 23. Jahrhundert, 24. Jahrhundert, also fiktive Zukunftsmusik. War halt realistischer, wie gesagt, und es war auch mehr, wie sagt man, menschlicher, also auch mal dreckiger. Gerade später bei Deep Space Nine hat man es ja gesehen, da gab es ja nicht mehr wirklich nur Schwarz und Weiß, da gab es dann auch Grauzonen, also auch mal gute Charaktere haben schlechte Entscheidungen getroffen oder Rollen, die als schlechte Charaktere eingeführt worden sind, haben auch gute Entscheidungen getroffen, also der menschliche Aspekt hat sich dann mehr oder weniger vermischt. Also es war wie im echten Leben halt mehr. Es gibt nun mal nicht nur Schwarz und Weiß. Wer so denkt, ist von Haus aus dumm. Es hat alles im Leben irgendwo Grauzonen. Also auch Menschen, angeblich gute Menschen sind nicht immer nur 100% gute Menschen oder angeblich schlechte Menschen sind nicht 100% schlechte Menschen. Gut, normalerweise gehe ich erst das Produkt ein und dann erzähle ich was dazu. Jetzt habe ich es mal genau umgedreht gemacht. Also, soweit zur Thematik. Man sieht es ja hier schon, also jetzt zur Verpackung, jetzt zur Aufmachung. Also, wie gesagt, Blu-ray hier, einfacher Pappschuber. Hier habe ich es mal nicht so geklebt, oder? Ja, weil das hat hier ein anderes Video gezeigt hier. Normalerweise klebe ich hier mal
wie sagt man, Tesafilm hier drüber, also versucht das immer hier zu schließen, hier die Lücke, der Spalt, der sich hier bildet hier. Habe ich hier wahrscheinlich nicht gemacht, weil das stand nur unter Vitrine. Ist natürlich nicht schön gelöst. Hier, man sieht es ja, also hat sich schon geöffnet. Ich habe es noch gar nicht richtig aufgemacht. Also schließt nicht perfekt. Hier ist auch anscheinend schon ein Stückchen abgebrochen. Ja. Also war eine Sollbruchstelle und wahrscheinlich beim Transport zu mir ist hier schon ein Stückchen beschädigt worden. Also es könnte Luft reinkommen, also Staub. Ja, und das mögen halt die meisten Fans nicht. Also hier bei der ersten ist es ja noch kein Problem hier. Aber hier dann, ja auch nicht. Die sind alle einzeln. Ich dachte, die sind auch so versetzt übereinander. Also ihr wisst, was ich meine. Dass hier jetzt nochmal eine DVD oder in dem Fall eine Blu-ray drüber wäre, wenn ich die untere Reise nehmen will, dass ich die oberste Reise nehmen muss. Also hier ist es doch nicht so. Also ich dachte, die sind auch alle versetzt übereinander. Jetzt sind sie zwar versetzt, aber halt nebeneinander. Also hintereinander. Ja, und da ist ja klar, also hier drauf drücken, dann löst es sich in der Regel. Und hier ist ein Grübchen irgendwo, genau. Ja. Also hier in der Mitte drauf drücken, dass sich der Datenträger löst und dann hier bei den Grübchen halt rein mit den Fingern und anfassen. Und halt, wenn man von oben greift, also so. Nur so anfassen, hier wie hier. Dass nicht unmittelbar mein Finger hier die, wie sagt man, die bespielte Seite berührt, also dass hier kein Fingerabdruck ist, also damit es keine Leseprobleme im Abspielgerät gibt. Halt vorsichtig behandeln. Hier ist nochmal die Beschreibung. Ich weiß nicht, ob es Englisch ist. Moment. Ziemlich klein geschrieben. Aber ich hole mal das Cover ganz raus. Jetzt fällt das auch noch raus hier, klasse. Ja, nicht mal richtig befestigt. Jetzt habe ich gerade hinten auf den Datenträger drauf getatscht, aber ich habe noch hier auf die beschriftete Seite drauf getatscht. Also habe hier nur Fingerabdrücke jetzt möglicherweise gleich gemacht. Und das haben sie ja absolut nicht schön gelöst hier. Ich dachte, das ist eingehängt. Ja. Klasse. Das ist ja eine Chance. Mir vorher noch gar nicht aufgefallen, wahrscheinlich weil ich es nie so rausgeholt habe. Jetzt wollte ich es ja machen hier für die Beschreibung. Also kein Wendecover. Hier, man sieht es ja. Also FSK-Flatschen nicht entfernbar, fest aufgedruckt. Hier ist eine Beschreibung. Aber wahrscheinlich. Versuch's mal so nah wie es geht, in die Kamera zu halten. Ah, doch auf Deutsch, ja. Gedankengifter, Ehrenkodex, also doch auf Deutsch, ich dachte nur auf Englisch. Das war's, also hier kein Einleger, kein Bootleg dabei. Nur hier die Beschreibung hier auf der Hülle. Man spart halt, wo es nur geht, also die Hersteller, die Produzenten. Aber ist ja klar, der Gewinn soll ja maximiert werden, die Gewinnspanne. Ja, kann ich eigentlich gar nichts weiter jetzt großartig noch erzählen. Also hier zur eigentlichen Aufmachung. Man sieht es ja, also nicht sehr gut gelöst. Also hier ist es dann identisch. Das wäre Staffel 1 bis 4 gewesen. Also innen drin ist es deutsch, aber hier außen wird es auf Englisch beschrieben hier. Season 1 bis 4. Jetzt spiegelt sich gerade das Licht hier drin. Das wäre Staffel 1 bis 4 gewesen und das wäre Staffel 5 bis 6, 5 bis 7 gewesen, also komplett. Es wurde dann nach 7 Staffeln eingestellt hier, Next Generation, also Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Das ist so ein bisschen reliefartig gemacht. Nee, doch nicht, ich dachte. Hier, das ist, wie sagt man,
tastbar ist. Also es ist übereinander gedruckt, zwei Schichten. Aber es ist nicht so, dass es weit hinaus steht, dass es wirklich ertastbar wäre hier. Hier, der Schriftzug ist ertastbar. Na ja, gut, sieht man nicht wirklich gut. Ja, also jetzt erkennt man es ein bisschen. Also er kommt so leicht plastisch raus hier. Hier, also es wäre ertastbar. Also natürlich nicht für einen Blinden, nicht in Blindenschrift, aber man merkt es halt hier, also wenn man mit dem Finger drüber geht, man kann den Schriftzug hier leichter tasten. Ich versuche es so, dass es auch zu erkennen ist, was ich meine, also so reliefartig. Das hier leider nicht, ich dachte, das ist auch ertastbar. Hier ist halt von der Enterprise, kennt man ja auch von meinem Profil, aber das hat andere Gründe hier, weil ich damals mit Sinnlosem Weltraum angefangen habe, mit Let's Plays. Warum ich bei mir die Enterprise, also hier auf meinem Kanal habe, als Banner. Hier ist es halt die Vorderseite, die Untertassensektion. Und wenn man es halt hier so ein bisschen, versuch's mal, da, wenn man es halt hier so leicht umdreht, ist halt hier die der Rest. Und das ist nochmal von hinten. Hier wäre, wie gesagt, das Bild hier gewesen von der Enterprise von vorne. Hier die Gondel unten. Wenn man es umdreht, geht es hier weiter. Und hier wäre es halt von hinten gewesen. Das ist auch ertastbar. Ja. Also hier nochmal der kleine Schriftzug. Hier. Ist auch so ein bisschen reliefartig. Seine fortwährende Mission. Also Punkt, Punkt, Punkt und dann seine fortwährende Mission. Fremde neue Welten zu erkunden, neues Leben und Zivilisation aufzuspüren, sich mutig dorthin zu wagen, wo niemand zuvor gewesen ist. Jean-Luc Picard, also ein Zitat von ihm. Hier nochmal ein Special. Wiedervereinigung, 25 Jahre nach Star Trek Next Generation. Also wahrscheinlich eine separate Blu-ray. Specials, Bonusmaterial. Also das war jetzt Blu-ray. Halt. Ich das immer einer so rum reingemacht. Und jetzt bei der nächsten, also beim nächsten Video gehe ich dann hier auf Voyager ein. Das ist DVD und da hat man sich wahrscheinlich weniger Mühe gegeben. Ja. Hier, also ich zeige es nochmal kurz, also bevor ich dann direkt hier aufs nächste in die nächsten Video reingehe. Also hier ist es ganz glatt. Also hier kommt überhaupt nichts reliefartig raus, der Schriftzug. Hier ist alles ganz glatt. FSK-Fleischen ist auch fest aufgedruckt. Gut, dann so viel dazu. Das war jetzt wie gesagt aus dem Stegreif. Ich habe jetzt nicht vorbereitet. Aber ich habe eigentlich auch das Wichtigste dazu erzählt. Also hier zu Next Generation Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Wie es da weitergegangen ist, also jüngere Leute wissen es ja hier. Die gucken jetzt nur wahrscheinlich das moderne hier Picard. Also irgendwann wurde über Jean-Luc Picard eine eigene Serie geplant und umgesetzt. Die läuft ja gerade noch, soweit ich weiß. Habe ich aber nie gesehen. Ich habe eigentlich, kann man sagen, beim Star Trek Franchise habe ich eigentlich hier nach Voyager aufgehört zu gucken hier. Ich lege es mal nebeneinander, dass ich beide Hände frei habe. Man hat es ja jetzt schon gesehen. Also ich stelle es nebeneinander. Moment, wartet bitte, ich stelle es nebeneinander. Also so viel zu Star Trek The Next Generation. Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Im nächsten Video rede ich dann hierüber. Wird wahrscheinlich ungefähr genauso sein von der Aufmachung wie hier. Nur halt, dass ich noch weniger Mühe gegeben worden ist. Und halt nur DVD. Hier sieht man ja auch die Höhenunterschiede Sekunde. Oder ihr vielleicht nicht, weil es ja
keine klassischen DVD- und Blu-ray-Hüllen sind, ja genau, also ist alles gleich hoch hier. Also normalerweise sind nur DVD-Blu-ray-Hüllen kleiner als DVD, aber hier nicht. Weil halt hier die Aufmachung im Grunde dasselbe ist. Nur halt noch billiger, noch einfacher. Das meine ich, also habe ich ja schon mal in einem anderen Video erwähnt. Hier kam ich mit irgendwas Scharfkantigen hier, aber die Polster habe ich hier so wie Kratzer drauf. Also man kann es da mit feuchten Lappen wieder entfernen. Aber mich stört es halt, weil es halt hier jetzt auch in der Aufnahme zu sehen ist. Gut, soviel zum Thema Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert oder Star Trek The Next Generation. Habe ich noch irgendwas vergessen? Die Serie bin ich eingegangen auf den Grund, warum es gar nicht so einfach ist. Also hier war es einfacher, weil es noch Filmmaterial produziert worden ist. Hier genau wie Babylon 5 oder Deep Space Nine, das wurde halt ausschließlich auf Video produziert, also da ist es schwerer. Also selbst wenn die Bereitschaft vorhanden wäre, das zu digitalisieren, das auf Blu-ray rauszubringen. Man muss halt, hier mussten wir es ja auch, oder bei Enterprise, also hier mit Captain Kirk, Star Trek, der Originalserie, musste man halt die ganzen Effekte nachbearbeiten, also es ist halt eine Kostenfrage. Synchronisiert ist es nicht, also ist noch original, wie es im Fernsehen lief, also die deutschen, die deutsche Synchronisation, also alles beibehalten worden. Also im Grunde wurde mehr das Bildmaterial aufbereitet, der Ton weniger. Jetzt ist er möglicherweise, weil es vorher in der Stereo war, jetzt ist er auch in Dolby verfügbar. Also man hat den Ton ein bisschen abgemischt, aber man hat beim Ton eigentlich weniger bearbeitet. Also eigentlich ging es mehr um die Aufbereitung vom Bildmaterial, also auf modernere Standards wie heute. Gut. Habe ich noch irgendwas zur Serie vergessen? Also hier Next Generation. Ja, es lief halt. Es war ja eine Pause zwischen Captain Kirk und Captain Picard, also zwischen Next Generation und den Originalserien. Es lief halt am Anfang nicht so gut. Die ersten zwei Staffeln kennt man ja, also bei den meisten Serien so. Es pegelt sich dann irgendwann ein, also auch die Stammzuschauer, die es regelmäßig verfolgen und auch die Mühe, die sich dann mehr gegeben wird, je höher die Akzeptanz wird. Es waren ursprünglich, die Rollen sollten anders besetzt werden, wie hier zum Beispiel Deanna Troi, also hier Kanzler Deanna Troi, Marina Sirtis, die Schauspielerin, die sollte ursprünglich, hat sich als Sicherheitsoffizier beworben, also was dann an Denise Crosby, an Trasha Yar und so weiter abgegeben worden ist. Das ist mir jetzt noch bekannt, also daran kann ich mich jetzt sofort erinnern. Es war nicht von Anfang an geplant, wer welche Rolle besetzt. Also es stand in den Sternen, aber es ist dann so gekommen, wie es dann jetzt auch im Nachhinein passiert ist. Und so kennen wir halt die Leute, also die Schauspieler, ihre Rollen, ihre bekanntesten Rollen im Star Trek-Universum. Tja. Gut, also mehr fällt mir jetzt eigentlich auch nicht dazu ein. Bis zum nächsten Video.